Für die Schüler in Rheinland-Pfalz geht die Ferienzeit zu Ende. Viele haben die freie Zeit genutzt, um an einem Ferienpraktikum bei den Junior-Technikerkursen der Handwerkskammer Koblenz teilzunehmen. Aber auch Studenten greifen im Rahmen eines Praktikums zum Werkzeug. Das Handwerk kennt also keine Ferien. Denn hier ist immer etwas los, so bei den Junior-Technikerkursen. Schülerinnen und Schüler können an 3 Tagen in ganz unterschiedlichen Handwerksberufen ihre Talente ausprobieren und Fähigkeiten weiterentwickeln. Für die Elektrotechniker ging es am ersten Tag um das handwerkliche Rüstzeug, so beim Löten. Am letzten Tag wird dann unter ihren Händen aus einem Bausatz ein richtiges Radio entstehen. Das ist nicht nur eine Herausforderung, der sich die Jugendlichen stellen, sondern macht auch richtig viel Spaß. Die Idee, in den Ferien einen Workshop zu besuchen, hatten einige Jugendliche selbst, bei anderen kam der Tipp von den Eltern. Die Handwerkskammer bietet solche Kurse schon seit langem an, die auch der Berufsfindung und Information dienen. Auch für die Fachleute, die Kursleiter, sind die Juniortechniker eine interessante Erfahrung. Ich muss sagen, sind viele dabei, die auch so ein bisschen technisch versiert sind. Und ich gehe davon aus, dass ob sie jetzt daheim löten oder hier in der Gruppe, das spornt vermutlich schon ein bisschen an. Doch nicht nur bei den Elektrotechnikern geht es heiß her und das im wahrsten Sinne des Wortes, sondern auch bei den Mediengestaltern rauchen die Köpfe. Entwürfe für Flyer oder Plakate werden erstellt, dann in andere Formate umgewandelt und bearbeitet. Auch hier gilt Arbeit mit Köpfchen, kommt neben den vielen Erfahrungen, aber auch der Spaß nicht zu kurz. Und die Plätze in den Kursen sind heiß begehrt. Letztes Jahr war ein Artikel in der Rheinzeitung und dann war ich aber schon viel zu spät dran, also habe keinen Platz mehr gekriegt. Und dann habe ich mich dieses Jahr darum bemüht, dass ich früher bin. Hab einen Platz bekommen. 3 Tage mit vielfältigen Inhalten, wie Christoph Schmidt berichtet. Der Umgang mit Photoshop, digitale Bildbearbeitung und der Umgang mit Layoutprogrammen, das heißt Bilder und Text zusammen auf einem Format unterzubringen und zu veröffentlichen. Im Bauzentrum der Handwerkskammer Koblenz sorgt Ausbilder Christoph Wolf dafür, dass seine Lehrlinge ihr Wissen über den Tischlerberuf vertiefen. Denn sie haben allesamt ihre berufliche Orientierung hinter sich und sich für ihren individuellen Traumberuf im Handwerk entschieden. Als Gäste mit dabei Jana Beckmann und Bastian Krämer. Die Lehramtsstudenten wollen hier im Praktikum das nötige Wissen für den späteren Berufsschulunterricht vertiefen. Praktika sind für die Studenten Pflicht. Wollen sie am Ende des Studiums ihr Examen bestehen? Ich studiere Holztechnik und Ethik auf Lehramt für berufsbildende Schulen. Und wir müssen jedes Ende vom Semester müssen wir ein Praktikum machen. Und das zweite Praktikum muss halt in einem außerschulischen Bildungszentrum sein. Ich denke, das wird nicht irgendwie besonders auf die Leute geachtet. Also wir passen schon gut zusammen, denke ich. Aber es kommt wahrscheinlich auch daher, ich habe auch schon mal eine 3-jährige Ausbildung gemacht zum Zimmerer, nicht Schreiner, Zimmerer. Das war auch hier in der Handwerkskammer Koblenz, von daher kenne ich auch schon so den Ablauf. Den Maschinenschein habe ich auch schon damals mal gemacht, aber zur Auffrischung ist das nochmal ganz gut, alles mitzubekommen. Damit der Übergang von der Schule in die handwerkliche Ausbildung reibungslos klappt, macht sich die Ausbildungsberatung der HWK stark für die Jugendlichen, aber auch für die Betriebe, die ausbilden. Schüler, Ausbildungsbetriebe und HWK-Ausbildungsberater sehen in früher Berufsheranführung wie den Junior-Technikerkursen ein klares Plus beim Berufseinstieg, wie Michael Jungklaas berichtet. Also die Berufsorientierung hat in den letzten Jahren eine sehr große Rolle gespielt, weil sehr viele junge Leute von den allgemeinbildenden Schulen, Hauptschulen, Realschulen eher den schulischen Weg gesucht haben, aber oftmals deshalb, weil sie nicht so recht wussten, was sie machen sollen. Und gerade dieser Junior-Techniker ist sehr gut angenommen worden, weil es ein Angebot ist, das freiwillig zu tun, in den Ferien, die engagierten Leute auf den Plan ruft und die nehmen diese Unterstützung gerne an, um damit einfach auch ihre Berufswahl so gestalten zu können, dass sie nachher, wenn sie anfangen, auch mit ihrem Beruf glücklich sind. Ein besonderer Service der Handwerkskammer ist die Lehrstellenbörse. Mit 3 Klicks bietet das Internet eine Übersicht zum Wunschberuf. Die Ausbildungsberatung der Handwerkskammer Koblenz bietet darüber hinaus auch einen umfassenden Service zum Thema Ausbildung im Handwerk. Gerne auch telefonisch oder persönlich. Informationen dazu erhalten Sie im Internet unter hwk-koblenz.de.